Das ist ja, da haben wir gerade hier auch noch mit den Kollegen drüber gesprochen. Ab wann ist man eigentlich alt? Alt ist man. Also mein 40. Geburtstag, der war mir schlimm. Der war schlimm? Na, oder schlimm, relativ. Ja. Den habe ich als alt empfunden. Also war 40 so der Knackpunkt, wo du gespürt hast, also jetzt also geht's... so, die Jugend ist vorbei. Die Jugend ist vorbei mit 40 Jahren. Ah, ja. Hätte ich gedacht. Oder so habe ich es empfunden. Vielleicht empfinden es Frauen früher. Ja. So. Hattest du früher als junger Mensch Angst vor dem Alter? Nee. Dazu habe ich als Kind so viel Schlimmes erlebt, dass ich Angst haben musste vor irgendwas. Ja. Dann kam der 40. Geburtstag, der Knackpunkt. Mhm. Das war nicht so angenehm, sagst du. Ja, aber das war schnell vorbei. Das war schnell vorbei. Und du hast dich heute, sage ich mal, dran gewöhnt. Ja, und ich finde, dass Alter eigentlich was Schönes ist. Was bedeutet denn Alter für dich? Alter bedeutet, wie in der Natur, welken. Welken. Welken und vergehen. Und jetzt geht's aufs Vergehen zu. Und du hast das Gefühl für dich, dass du welkst. Ja, das sieht man schon. Das ist nicht zu verheimlichen, das geht ja schon eher los. Ja. Und ich finde es als was Natürliches und auch was Richtiges. Ja. Denn ich habe Kinder, ich habe Enkel. Nun und ist, Helga, damit ist ja verbunden, wenn man sagt, welken und vergehen, auch der Gedanke an den Tod. Ja. Beschäftigt dich dieser Gedanke oft? Sehr. 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 Ich habe vor 3 Jahren meine Mutter noch gepflegt, ehe sie starb. Das sind schwierige Erlebnisse, aber auch sehr wertvolle Erlebnisse. Mhm. Denkst du jetzt in diesem Alter mehr an den Tod als, sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren? Ja, eindeutig. Und aber nicht so sehr mit Angst. Ich wünschte mir eigentlich nur, dass man schmerzfrei sterben kann. Ja. Das ist nämlich das Schöne am Alter, dass du vor nicht mehr viel Sachen Angst hast. Ja. Das finde ich so gut. Was kann einem noch passieren? Man hat schon genug geheult und genug gelacht im Leben. Und eigentlich kann man das Ganze jetzt so ein bisschen gelassener betrachten. Man nimmt vieles nicht mehr so wichtig oder sich selber nicht mehr so wichtig. Und ich glaube, das hilft einem sehr. Ich habe ja gerade am Anfang gefragt, was sind für euch so die Vor- oder Nachteile? Das wäre entschieden ein Vorteil für dich. Eindeutig. Ja. Denn ich habe ja, das andere habe ich ja gehabt. Ich habe es ja erlebt. Ich habe Kinder geboren, was Wunderschönes ist. Mhm. Ich habe sie großgezogen. Ich hatte einen Beruf, der mir viel bedeutet hat. Ich war Lehrerin und das ist was Schönes. Würdest du sagen, dass du ein erfülltes Leben bisher gehabt hast? Ich denke schon. Ja? Ich denke schon. Wie ist das denn? Es gibt nicht viel, was ich bereuen müsste. Mhm. So, weil das vorhin noch kam in deiner Vorrede. Also nichts Gravierendes, sondern eher Kleinigkeiten. Nichts Gravierendes. Ja. Wüsste eigentlich gar nicht. Also sicher habe ich jemanden wehgetan oder jemanden verletzt, aber ich glaube, ich konnte auch viel wieder gut machen, wenn ich es gemerkt habe. Aber es gab keine große Weichenstellung irgendwann, von der du im Nachhinein sagst, das habe ich falsch gestellt. Na, das haben andere für mich falsch gestellt. Ach so, da konntest du nichts für. Und ich konnte aber noch einiges reparieren. Sag mal, Helga, wenn man jung ist, denkt man immer so, naja, ich mache das mal später und später kommt das und man hat Hoffnungen und Träume. Welche Hoffnungen und Träume hast du noch in dem Alter jetzt? Jetzt? Ja. Also ich habe viel Freude an meinen Enkeltöchtern. Ja. Die möchte ich noch wachsen sehen und möchte sehen, dass die auch nochmal ein erfülltes Leben haben. Ich möchte meine Töchter glücklich sehen. Ich möchte mit meinem Mann noch viele Jahre zusammen sein. Das ist eigentlich meine einzige größere Sorge, dass wenn einer von uns beiden mal stirbt, dass der andere dann ziemlich verlassen ist. Mhm. Dass man sich dann im Alter vielleicht schlecht neu orientieren kann. Ja. Wie alt möchtest du werden? Also früher wollte ich eigentlich nur 70 werden, aber je älter man wird, umso mehr schiebt man es raus. Na, meine Mutter war 83. Ja. 80 fände ich wäre ein gutes Alter. Ja. Wobei, wacht's ab, wenn wir uns in 10 Jahren widersprechen. Ja, das habe ich ja schon immer wieder gemerkt. Ne? Dann sagst du so, 90 wäre doch das Allerbeste. Nee, das glaube ich nicht. Also in dir ist nicht die Sehnsucht, das haben ja auch viele Leute, dass sie sagen, oh, ich würde am liebsten 150 Jahre alt werden. Nee, nie. Das hängt damit zusammen, dass ich es als natürlich empfinde, dass Menschen wachsen und werden und reifen und vergehen. Mhm. Na gut, aber was ist natürlich? Vor ein paar hundert Jahren war es natürlich, dass die Leute mit 30, Mitte 30 gestorben sind. Ja, darum habe ich ja mein Alter auch schon hochgeschraubt. Ja. Darum will ich ja jetzt schon 80 werden. Ja. Du sagtest gerade was von welkem Körper.
Ist das für dich ein Problem, dass du sagst, ich finde mich nicht mehr ästhetisch zum Beispiel? Nö. Das nicht? Ich gehe in die Sauna, ich gehe an FKK, also das ist alles nicht so. Und du hast dich auch nicht liften lassen? Ach du lieber Gott, dazu hätte ich gar nichts Geld. Hast du eine Ahnung von unseren Renten hier in Sachsen? Stimmt, das ist ziemlich teuer. Das kostet schon ein paar tausend Mark, da nur ein kleines Fältchen. Die brauche ich für die Abwassergebühren. Ja. Helga, ein Thema, das müssen wir heute Abend auch ansprechen. Wenn es dir zu intim ist, sagst du einfach, ich möchte drüber nicht drüber reden. Das ist, was für eine Rolle spielt denn für dich Sexualität noch? Tja, die könnte eine größere Rolle spielen. Mhm. Ja, ich will mal sagen, Wünsche sind da, aber die Möglichkeiten sind ja nicht gar so groß. Mhm. Also ist es auf keinen Fall so was, was man so vielleicht als junger Mensch mal annimmt, so ab Mitte 50, 60 ist der Ofen aus, da läuft nichts mehr. Ich glaube, das geht nicht zu Ende. Also Lust hätte man immer und jetzt hätte man ja auch noch mehr Zeit dazu. Ja, woran mangelt es denn dann oder woran scheitert es? Du hast ja einen Ehemann. Ja, aber da hapert es ein bisschen. Ja. Der sitzt daneben, geht schon in sich, ich streiche ihn über den Kopf. Das ist auch nicht so wichtig. Ja. Na? Ist das auch so, dass Sexualität auch einen anderen Stellenwert bekommt, wenn man älter wird? Kann man das so sagen? Ja. Das schon. Das ist einfach wichtiger, dass du jetzt jemanden hast, der immer bei dir ist und immer zu dir hält und auf den du dich voll verlassen kannst. Ja. Der Stellenwert ist ein geringerer. Ja. Das ist so kuscheln und knutschen, das ist mindestens genauso gut. Ja. Also ich höre schon so aus dem Gespräch heraus, dass du eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden bist. Doch, ja. Und, das hätte ich nicht angerufen. Mit deinem Leben zufrieden bist und auch mit deiner Jahressituation, sage ich jetzt mal so mit 62. Ja, und doch. Guter Dinge bist, auch noch 20 Jahre zu machen. Ja, würde ich gerne wollen. Das wünsche ich dir von Herzen, Helga. Und ich danke dir. Schönen Gruß an deinen Ehemann. Ja. Und an die Familie. Und bleib weiter so schön fröhlich. Dankeschön. Gefällt mir und ich sag dir ja, ich habe viele Nächte mir schon um die Ohren gehauen deinetwegen. Vielen herzlichen Dank. Tschüss, Helga, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Maria, 60 Jahre. Hallo, Maria. Hallo, Jürgen. Ja. Hallo. Jetzt bist du dran. Gott, ein schönes Grüß Gott aus Bayern. Aus Bayern. Ja. Das ist ja schön. Ich rufe in der Nähe aus München an. Aha. Und ich bin 60 Jahre. Mhm. Und ich wollte nur sagen, dass ich mein Alter, also mit 60, ich meine, ich fühle mich ja noch nicht so alt. Ja, fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Würdest du sagen, ich bin schon eine ältere Frau? Nein. Ja. Ja, also ich meine, gut, also ich bin schlank und aktiv. Also ich fühle mich natürlich nicht so alt, aber ich bin natürlich eine ältere Frau. Ja. Das ist ganz, ganz richtig. Du hast gerade angesetzt, du wolltest was sagen. Führ mal weiter. Ja, ich wollte nur sagen, ich bin seit 19 Jahren verwitwet. Ja. Und habe zwei Töchter, und drei Enkel. Mhm. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, erzähl, red mal einfach drauf los. Das kriegen wir schon hin. Und ich bin natürlich von Männern auch schon einige Male enttäuscht worden. Das heißt, du hast nach... Also zwei Jahre nach dem Tod von meinem Mann, also 1977 ist mein Mann verstorben und 1979 habe ich dann einen Mann kennengelernt, der war drei Jahre jünger wie ich und es ging ein halbes Jahr gut. Und dann habe ich aber doch gemerkt, also das ist nicht das Richtige für mich. Also das ging halt darum, also ich bin sehr, also ich schätze mich wenigstens als vernünftig ein, also es klingt ein bisschen nach Selbstlob, das möchte ich natürlich jetzt nicht, aber ich war halt da sehr vernünftig, wie gesagt, ich habe den Tod von meinem Mann überwunden und meine Töchter großgezogen, die waren, wenn mein Mann verstorben ist, die jüngere Tochter war noch in der Schule, das heißt in der Realschule, die ältere Tochter hat die Lehre gerade fertig gehabt. Maria, was mich interessiert, wenn man sich im sage ich jetzt mal so, im älteren Semester neu verliebt. Ja. Was ist der Unterschied, wenn du dich zurückerinnerst an das Verliebtsein so mit Anfang 20 oder Mitte 20?
Ach, geht man da vorsichtiger ran? Ach nein, mit Anfang 20, wie ich meinen Mann kennengelernt habe, das war natürlich ganz was anderes. Das war euphorisch, das war einfach super. Und wie ich dann 2 Jahre später, wie mein Mann verstorben ist, ich meine, da war ich ja schon 42 Jahre dann, also das heißt 44, wie ich dann mich neu verliebt habe, da bin ich schon ein bisschen vorsichtiger rangegangen, weil der Mann ja, wie gesagt, 3 Jahre jünger war. Ja. Aber nur wenn du sagst, dass du mit Mitte 40 schon vorsichtiger bist, dann würdest du heute ja noch viel vorsichtiger sein, ne? Oder? Na, heute bin ich es überhaupt nicht mehr. Heute bist du es überhaupt nicht mehr. Nein. Das heißt, du hast dich damit abgefunden, allein zu leben, also ohne Mann. Ja, genau, ja? Genau. Vermisst du denn nicht eine Liebe, einen Mann um dich herum? Nein. Überhaupt nein. Nicht. Ich habe nämlich nach der Enttäuschung ein paar Jahre später noch mal einen Mann kennengelernt. Der war ein paar Jahre älter wie ich. Mhm. Also der andere war jünger und der andere älter. Und das ging genauso wieder in die Binsen. Mhm. Wissen Sie, jetzt fange ich schon auf Sie, aber wir bleiben bei du. Ja, ja? Natürlich, ja klar. Ja. Jürgen, also das ging halt so, dass die Männer, also ich habe halt da 2 schlechte Erfahrungen gemacht. Also das ging beim anderen genauso, also beim Jüngeren wie beim Älteren. Mhm. Das ging immer dasselbe raus, dass ich einfach so emanzipiert bin. Ja. Also klare Aussage, du... Die wollten das nicht, weil ich zu selbstständig geworden bin. Aber ich musste ja das. Weil das ist halt, wenn ein Mann wegstirbt und die Kinder da sind, die noch in der Lehre und in der Schule sind, das bei mir dort mal war mit 42 Jahren, also das war halt sehr, sehr schlimm gewesen. Maria, würdest du sagen, dass du jetzt so deinen Lebensinhalt und Sinn so schon in deiner Familie auch siehst, in deinen Töchtern? Ja. Ja. Das auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja. Und wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Ja, ich widme mich hauptsächlich meine Enkel. Ja. Ich habe 3 Enkelkinder und habe sehr viel ältere Leute, die älter sind wie ich, also 70, 80 und. Ja. Ich möchte jetzt gar nicht weiter ausholen, die bei mir in der Nähe wohnen und um die kümmere ich mich. Also dir geht's auch rundherum gut. Wunderbar. Also ich bin überhaupt nicht traurig. Auf, dass es so bleibt. Ja. Meine Liebe, alles Gute. Ja. Tschüss. Gut, danke. Ciao. Tschüss. Jetzt ist der Hans dran, 69 Jahre. Ja, hallo, Domi. Hans, hallo. Ja, ich freue mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ja. Nicht erst vorweg mal eben sagen, also so jede Nacht bist du hier so meine Unterhaltung und ich freue mich, dass ich immer diese Sendung sehen kann. Ja, danke sehr. Thema Alter bei uns heute. Ja, wie gesagt. Bist du mit deinem Leben zufrieden, so ja. wie es jetzt läuft? Ja. Welche Vorteile hat das Alter für dich? Du bist 69 Jahre alt. Ich bin jung geblieben. Ja. Jung geblieben dadurch, dass ich eben eine liebe Frau habe, die zwar 35 Jahre jünger als ich. 35 Jahre? Nee. Das ist ganz schön. Ich habe ein Kind von 2 Jahren. Oh ja. Eine Tochter und dann noch eine Tochter von 5 Jahren. Wie kommt es zu diesem riesen Altersunterschied? Ja, wir haben uns in einem Haus zusammen lieben und kennengelernt und sind jetzt schon gut 9 Jahre verheiratet. Ja. Würdest du sagen, dass das sehr dich beeinflusst, diese junge Frau und jetzt das Kind auch, dass du so mental, kopfmäßig auch wirklich ziemlich jung und fit und vital bleibst? Ja, das nicht nur alleine. Ich stehe auch so ziemlich im Leben drin, nicht? Ja, nun denke ich oft, wenn ich das so irgendwo höre oder lese, dass sehr viel ältere Leute, sage ich jetzt mal, noch Kinder bekommen oder Männer dann halt Väter werden. Ja. Dein Kind ist 2 Jahre erst alt. Ja, und geht die dir, andere 5. Geht dir das nicht manchmal durch den Kopf? Mein Gott, wenn in 10 Jahren ist die erst 12 und dann bin ich fast 80. Ja, warum? Wenn ich geistig so bleibe, wie ich jetzt bin, ist das alles kein Problem. Ja. Nicht mehr Sorgen macht mir das nur, sollte ich mal vorher den Weg alles Irdischen gehen müssen. Das meinte ich eigentlich auch so damit, ja. Nicht, aber ich habe ja die Beruhigung, dass meine Frau da ist. Nicht? Ja.
Wie alt möchtest du werden? Ich möchte sehr alt werden. Über 100? Nein. Das nicht? Nein, das nicht. Meinst du, dass irgendwo so ein... Das ist ja interessant, das beobachte ich so auch an mir, so von Jahr zu Jahr, wenn man älter wird, ob es irgendwann, wenn man wirklich älter ist, so ein Sättigungsgrad gibt, dass man sagt, jetzt habe ich eigentlich genug gelebt, es reicht? Nein. Meinst du nicht? Nein. Ja gut, aber du sagtest gerade schon, auch bei 100 wäre dann die Grenze. Ja, das ist mal so eine Überlegung, nicht? Mhm. Also ich möchte nach Möglichkeit lange noch im Leben stehen und noch sehr viel auch... Wenn ich auch Rentner bin, aber noch irgendwas tun, denn das hält jung, nicht? Mhm. Die Helga, die ganz am Anfang vorhin dran war, ja, die sagte, das ist der Lauf der Natur, man welkt halt, auch mit dem Körper. Kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen? Kann ich wirklich nicht sagen. Treibst du viel Sport? Nein, überhaupt nicht. Und dann welkst du nicht mit 70 Jahren, also ist doch eigentlich wirklich nicht? Nein, ich will dir mal ehrlich was sagen, ich bin vor 2 Jahren noch Schlagzeuger in der Band gewesen. Ja. Als Hobby. Das ist ja klasse. Das nur mittlerweile ging mir das auf den Nerven, ja, wenn so ein alter Mann da noch moderne Musik macht. Mhm. Und sowas hält mich natürlich flott. Ja. Also ich fühle mich nicht, als wenn ich alt und welk werde. Ja, ich höre das schon, ja. Hast du irgendwann mal so ein Gefühl, dass du innerlich Stress bekommst, dass du beispielsweise, was die ganze Sexualität angeht, deiner Frau nicht genug mehr zu bieten hast in deinem Alter? Nee. Auch nicht? Nein. Das läuft auch alles wunderbar? Das läuft wunderbar. Nur im Moment, wenn du von Stress sprichst, ich habe im Moment, muss ich noch ein Loblied auf die Hausfrauen sagen. Meine Frau ist im Krankenhaus gewesen, jetzt liegt sie zu Hause. Und ich muss die Kinder und den Haushalt versorgen, essen, kochen, Wäsche waschen und so weiter. Und da habe ich immer früher gesagt, mein Gott, wenn ich arbeiten gehe, was machst du eigentlich hier? Mhm. Heute sage ich, ein Hoch, ich weiß jetzt, was eine Hausfrau zu tun hat. Das hören alle Hausfrauen jetzt sehr gerne. Ja, ja. Das ist auch richtig. Hast du in deinem Alter auch noch Freunde, die so alt sind wie du? Nein. Nein? Alle jünger. Ach. Wie kommt das? Ja, wie kommt das? Ich habe immer mit jungen Leuten zu tun gehabt, nicht? Ja. Nicht irgendein Uraltfreund von früher, der sich so durchs Leben gezogen hat? Nö, die sind alle zum größten Teil schon gestorben und senil geworden, im Altersheim gelandet und so weiter. Man wird ja auch, je älter man wird, eben auch durch die Freunde, Bekannte öfter auch mit dem Tod konfrontiert. Was man als junger Mensch vielleicht in der Regel nicht so oft, da passiert das nicht so oft. Ja. Das ist bei dir aber nicht verbunden mit einer Angst. Nein, der Tod gehört zum Leben. Mhm. Wenn du dein Leben zurückblickst, bist du mit allem so zufrieden? Oder gibt es auch Sachen, wo du sagen würdest, das tut mir schon leid oder das würde ich heute anders machen? Ja, ich würde nie ein erstes, nie nochmal meine erste Ehe wiederholen. Ja. Aber das wäre eine Geschichte, die dauert eine ganze Sendung nicht. Wie lange warst du da verheiratet? 22 Jahre. Ja. Aber sonst mit allem rundherum zufrieden, wenn du das mal ausklammerst. Vor allen Dingen, was danach dann gekommen ist. Ja, also zufrieden. Ich habe immer meine Gesundheit gehabt. Ich habe meine Arbeit gehabt bis zum Rentner-Dasein. Was hast du gemacht beruflich? Ich war kaufmännischer Angestellter. Ja. Und wie gesagt, ich kann es heute noch nicht sein lassen. Wenn ich irgendwo sehe, dass ich irgendwo was tun kann, dann tue ich es gut und gerne. Nicht? Ja. Lieber Hans, ich danke dir auch für den Anruf. Ja. Und alles Gute. Und ich darf mich auch bedanken und dir nochmal sagen, also ich sehe tausendmal lieber deine Sendung wie sonst irgendeine dahergekommene Sendung von anderen Sendern. Okay, danke schön. Tschüss. Bye, bye. Schönen Ciao, Dank. Hans. Die Inka ist dran und die ist 77 Jahre alt. Ja. Hallo Inka. Ja. Das ist heute bisher die Älteste. Ja, ich hatte schon mal ein Gespräch mit dir über die Altersarmut damals, nicht? Ja. Und da sagtest du mir schon, dass ich die älteste Zuhörerin wäre. Genau, du, ja, ich weiß. Das war die Sache mit der Reise, ne? Nee. Dann verwechsel ich das jetzt irgendwie. Ja, nur ist ja egal. Ist egal, 77 Jahre. Bist du froh? Fühlst du dich wohl in deiner Haut?
Ach ja, jetzt ja. Jetzt, aber ja. Es waren, wie schon gesagt, hier unsere Generation, da die Trümmerfrauen, ja. Die leben ja heute in einer wirklich entwürdigen Altersarmut. Und da bleibt ja an für sich gar nicht viel irgendwie, wie soll ich mal sagen, an Freude, was man gehabt hat. Jetzt kann ich mich erinnern. Und so weiter, jetzt, ne? Erinnere ich mich an unser Gespräch. Ja. Das ist schon eine ganze Weile her. Ne? Ja, eben. Ja. Da sagte ich noch, ihr müsst auch mal dran denken. Nicht? Mhm. Also, denn die Jungen sind ja schließlich, von heute sind ja die Alten von morgen. Ne? Nun hast du eine ganze Menge mitgemacht in deinem Leben. Ja, anfänglich ja. Wenn du ziemlich alleine durchkämpfen müssen. Und aber ich habe es gerne gemacht, denn ich habe ja heute meine... wie soll ich mal sagen, die Lorbeeren kann ich heute ernten. Meine Kinder sind fantastisch. Mhm. Und ich freue mich auch an meinem Enkelkind. Das also ein guter Kontakt schön. Zu den Kindern, ein guter ja, Kontakt sehr, zu den Enkeln. Ja, sehr, sehr gut. Ja, also bei der minimalen Rente, die ich bekomme, ne? Also und letztes Mal, ja, im letzten Jahr waren ja nur 0,6%. Ja. Ne? Und im Juli sollen es nochmal 0,4% werden. Also Erhöhung. Also in 2 Jahren heißt das 1% Rentenerhöhung. Also das Porto ist bei mir höher als meine gesamte Rentenerhöhung. Mm, ja. Und meine Kinder ermöglichen mir jetzt im Alter, wo ich Zeit habe, so schöne Reisen. Inka, ist der so die wichtigste Säule deines Lebens, sind das die Kinder? Ja. Oder? Ja. Ja, das sind die Kinder. Gibt es dann auch noch Freundschaften, Freundinnen, die in deinem Alter sind? Ja, wir machen wohl Klassentreffen, aber es werden immer weniger. Ist das nicht sehr traurig, wenn die Leute so um einen herum wegsterben? Ja, sicher. Und vor allem auch, es sind viele Junge dabei, auch aus der Familie, die viel jünger sind als ich. Ne? Und also ich merke, daran merkt man, dass man also so langsam einsame Spitze da oben ist mit dem in dem Alter, nicht? Aber geht es dir denn so, wenn dann wieder jemand gestorben ist und du vielleicht sogar zur Beerdigung gehst, dass so in dir so der Gedanke aufkommt, na, wer weiß, vielleicht bin ich die Nächste? Ja, das also schon. Da wird ja meistens auch noch gebetet, nicht für denjenigen, den Nächste. Da denke ich noch, wenn ich so rumgucke, ich denke, du bist einer der Ältesten hier mit, nicht? Vielleicht ist nächstes Mal... Macht dir das Angst? Nö, an für sich nicht. Nein, ich habe schon Grabstein, alles habe ich schon stehen. Das ist also eine Gruft von meinen Eltern. Ja. Und da habe ich mir alles selber ausgesucht, Schriftung, alles und so weiter und den Stein. Und da gehe ich, also besuche ich jedes Mal. So sage ich, gehe mal wieder nach Hause. Denkst du denn so viel an den Tod? An für sich nicht. Nee. Also ich denke an für sich immer sehr positiv. Ja. Und so such überhaupt also hier im Leben all das Schöne auf der Welt und also zu sehen und ich setze noch immer wieder neue Ziele. Was ist jetzt dein nächstes Ziel? Ja, vielleicht, dass ich zum dritten Mal wieder allein nach Neuseeland fliege und in die Südsee. Ja. Das ist alles, aber wie gesagt, das sind Sachen, die mir meine Kinder ermöglichen. Aber das sind dann auch alle schon so Träume, die man sich dann auch wieder neu verwirklicht. Oh, da habe ich 60 Jahre von geträumt. Hast du den Eindruck, dass du jetzt im Alter so mehr in der Gegenwart lebst, als du das früher vielleicht getan hast, weil du früher immer so an morgen gedacht hast? Ja. Man hatte nur Sorgen, um die 3 Kinder, das Studium zu ermöglichen. Mhm. Und man hatte für nichts Zeit, man hat jede Minute ausgenutzt, um immer wieder nebenher auch noch Geld zu verdienen und so nicht. 2 Berufe zum Teil ausgeübt. Ne? Wie hast du früher, Inka, wie hast du früher über alte Leute gedacht, als du so 30, 40 warst oder 20, 30? Meine Eltern sind auch sehr alt geworden, auch meine Großeltern. Mhm. Und daher war mir das, und ich fand das immer wunderbar, wenn wir eine große Familie, wenn wir in Ferien zu meiner Großmutter gingen, also da kam alles zu Oma. Also du hast und nie das früher, fand ich wunderschön, früher gedacht, oh Gott, hoffentlich dauert das noch lange oder so. Ich fand das wunderschön. Also das war wie eine Familie, man fühlte sich geborgen. Ja. Und das ist ja was heute auch zum Teil all verloren geht. Aber du hast Glück, du hast deine Familie. Ja, es gibt viele ältere Leute, die eben nur wirklich sehr einsam sind und immer einsamer werden, je älter sie werden. Ja. Nein, aber das habe ich denen weitergegeben, was ich auch von meinen Großeltern und auch von meinen Eltern erfahren habe. Und das ist so, diese... Inka, hast du denn den Eindruck, dass die junge Generation überhaupt noch interessiert ist an den Erfahrungen der Älteren heutzutage? Ach ja, was heißt Erfahrungen? Die Kinder sagen immer, wenn irgendwie was ist, erzähl mal von früher. Ja. Die interessieren sich dafür. Ja. Und die sehen ja auch, wie
wie man mit unserer Generation umgeht, nicht? Also das ist ja direkt hier, also entwürdigend ist das ja praktisch und zynisch, was man mit uns alten Trümmerfrauen da quasi macht, nicht? Aber und diese Generation, die Kinder ja auch. Diese Generation, das haben wir damals ja auch gesagt, hat eben dieses Land mit so aufgebaut, ja, wie genau. Es jetzt eben ist. Würdest und das macht mich auch so wütend, dass hier so in der letzten Zeit hier also alles so runter, total ruiniert werden, alles runtergewirtschaftet ist, was wir mit Hunger und Entbehrungen aufgebaut haben, nicht? Und das sehen die Kinder ja, nicht? Inka, wenn du wenn eine Fee vor dir stünde und die Fee würde dir anbieten, liebe Inka, du kannst noch mal 17 sein, würdest du ja sagen? Ja, aber alles anders machen. Alles anders machen. Das sind meine Kinder. Sag mal so, nur so ein paar Stichworte, was du anders machen würdest. Ja, also ich würde nicht mehr diese Ehe eingehen. Und vor allem, es wäre ja dann auch vorbei, dieser ganze Krieg, was wir da erlebt haben. Ja. Es war ja schlimm, da waren wir ja noch so jung. Und also unsere ganze Jugend ist ja kaputt und unsere. Nicht, war ja nichts mehr. Ne? Und darum sagen die Kinder jetzt auch, du hast keine Möglichkeit gehabt, dieses Schöne überhaupt alles mal Schönes zu erleben, sondern immer nur hast du... Na gut, da konntet ihr ja nichts erkannt. Für. Da konntet ihr ja nichts für. Aber so später, was würdest du noch anders machen, was so mehr in deiner Macht auch lag? Also die Ehe hast du schon gesagt, die würdest du nicht eingehen, was noch? Nee. Ja, sonst, also wüsste ich nicht. Ich würde natürlich jetzt hier auch, wenn ja, so wie man jetzt die Möglichkeit hat, war alles früher nicht drin. Mhm. Dann hätte man ja das schon, diese ganzen wunderschönen Reisen hätte man ja schon alle früher machen können. Das Allerschönste wäre natürlich nochmal 17 mit der Erfahrung einer 77-Jährigen. Ne? Das wäre es natürlich. Ja. Dann könnte man ganz schlau ans Leben gehen. Oh, das wäre schön. Inka, alles Gute. Ich danke dir für den Anruf. Ciao. Ja, ich tschüss. Auch. Danke. Jetzt geht's weiter mit Rolf und der ist 65 Jahre alt. Ja, hallo, hörst hallo. Du mich? Ja, sehr gut, Rolf. Hallo, Domian. Also, erstmal Anschluss der Sendung, alles okay, höre ich immer jeden Abend und so weiter und so fort. Dankeschön. Aber ich muss mal leider das Gegenteil sagen, und sage Folgendes. Ich finde, dass ein natürlicher, wenn da einer von natürliches Werken spricht, kriegt er einen Riesenbetrug. Mhm. Du musst nämlich bedenken, wenn du jetzt hergehst, hast du jetzt so eine Ehe eingegangen und baust dein Leben auf, dann sieht das so aus, die Frau, die werkt neben dir hin, und du siehst natürlich die anderen, die Jungen und so weiter, lügst dir, wärst zwar in der Balsche ein, verstehst du? Und wenn du eine ganze Zeit lang mit dem Web zusammen bist und du da wirkst immer mehr, ne, du willst ja 40 oder 50 Jahre mit leben, aber du geht wächst ja überhaupt gar nicht. Aber du wächst doch selbst auch. Ja, ich habe das ja auch so gemacht wie der Henning Knebscher. Ich bin hergegangen, wenn die Zeit war, da wurde jetzt so unreif oder was, ne, dann habe ich dann Glück gehabt, dass das Mädchen das mal anders gefunden hat. Und dann habe ich immer eine 21-Jährige gekriegt. Und dann konnte ich immer schön dieses Vampirismus machen, habe mich auch dadurch jung gehalten. Vampirismus? Ja, so machen die ja denn, ne? Das ist ja klar, wenn du immer daneben schläfst, ne? Und hast immer so ein junges Verb, ist ja nie da halt. Also du bist, ich habe das jetzt gar nicht richtig verstanden, du bist nicht mehr verheiratet im Moment. Ich war zweimal 15 Jahre verheiratet. Ja, und stehst jetzt immer auf ganz junge Frauen. Ja, automatisch, dann macht der Geist. Aber du kannst als Knitter wie sich, kriegst du doch keine junge Frau mehr. Ja, und da also, kannst du dir mal vorstellen, was du erleiden musst. Also du kannst dir nicht vorstellen, mit einer gleichaltrigen Frau was zu haben, mit einer 65-60-Jährigen. Nee, kann ich nicht. Nee, das ist also da müsste ich schon so einen jungen Balsch haben oder was. Denn ich habe ja, du musst bedenken, ich bin ja hergegangen und habe noch 2 Jahre im Altenheim gearbeitet. Ne? Da habe ich Sachen gesehen, da weiß ich erstmal, was auf so einen Menschen zukommt. Ja, wenn und das die reden alle von Enkelkinder und Enkelkinder. Ist ganz klar, dass die befriedigt sind, aber die müssen mal von. Ich habe in keiner Ehe habe ich Kinder gehabt. Bist du einsam? Ja, aber sicher, da wirst du automatisch denn. Wie lebst du denn so? Was machst du den ganzen Tag? Ja, ich bin noch am Arbeiten. Ich habe schon bis 65 verlängert und habe blümische Vorschrift. Und dadurch habe ich jetzt eine Beschäftigung. Hast du Angst vor der Rente? Vor der Rentenzeit? Ja, da weiß ich noch nie, wie das da läuft. Da habe ich keine direkte Angst vor. Ne? Also ich bin ja immer nur lustig dabei. Ja. Ne, werde ich dann nämlich alles so für ein Blödsinn. Ich kann mir nur wünschen, dass die, sagen wir mal, so im Jahr 2000 und so, dass die Genforschung so weit ist, dass der knackig jung stirbt und trotzdem dein Leben. Ja, ne? Ja, das wäre natürlich eine schöne Geschichte. Ja, da wäre das nämlich halt ganz normal. Vielleicht erleben wir das noch. Ja, das ist die Frage. Ne? Lieber Rolf, alles Gute. So sieht's aus. Tschö. Mach's gut, ciao. Jetzt machen wir eine kleine Musikpause.
Meine Lieben, hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom WDR. Und heute Nacht heißt unser Thema Leben im Alter, Leben im hohen Alter. Und ich möchte hauptsächlich mit Leuten reden, die sich älter fühlen oder schon sehr alt fühlen. Und meine Fragen an euch sind, wie erlebt ihr das Ältersein, das Älterwerden? Welche Vor- und Nachteile hat das Alter für euch? Und seid ihr mit eurem Leben zufrieden oder würdet ihr, wenn ihr nochmal könntet, einige Dinge völlig anders machen? Ruft mich an, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. 0130 2911 0130 2911. Und jetzt begrüße ich herzlich den Klaus. Und der ist 66. Ja, 66, ja. Fängt das Leben da erst an? Und ja, ich habe das Gefühl, ich werde immer jünger. Wirklich? Ja. Ich spiele gerade auf das Lied von, kennst du wahrscheinlich, ne? Von Udo Jürgens. Ja, ja. Mit 66 Jahren und so weiter. Ja, ja, ja. Im Ernst? Du hast das Gefühl, immer jünger zu werden? Ja. Wie kommt das? Ja, ich gehe viel tanzen, ja. Ja. So 2, 3 oder 4 Mal in der Woche. Wohin geht man mit 66 tanzen? In die Disco? In die Disco, ja. Echt, ist das wahr? Da gibt es Diskotheken, da sind auch ältere Wissensmeister und... Auf was für eine Musik tanzt ihr da? Ja, auf normale Musik, ja. Kreuz und quer? Kreuz und quer, ja. Auch alles. Disco-Musik? Disco-Musik, die kann ich auch tanzen. Ach, da tanze ich besser mit Jüngern. Also nicht nur Walzer und... Nein, ach, um Gottes Willen. Nein, so richtig Hot-Musik und so weiter. Geht die Post ab? Wie gehst du da hin? Alleine oder mit einer alleine, Frau? Alleine, ja, gehe immer alleine. Und bist du auf Frauensuche? Ach ja, nee, ich habe überall Menschen-Tänzerin. Du sagte gerade der Rolf, dass das so schwierig ist im Alter mit den Frauen, dass er nur so auf ganz junge Frauen steht. Nein, wie ist das bei Gottes dir? Willen, da käme ich mir lächerlich vor. Ja. Also Frauen, die 66, so um die 58, 60 sind, ja, das sind meine Tänzerin. Sind das, und die Frauen gehen auch in diese Diskothek? Ja. Aus welcher Stadt rufst du an? Aus Wuppertal. Da gibt es sowas? Ja, nur ich fahre nach Düsseldorf, ich fahre nach Essen. Ah ja. Essen montags zum Tanztee, da ist Damenwahl, ja. Ja. Von 4 bis 7, ja, toll, also die Frauen, die bin ich vor einem Jahr zum ersten Mal gewesen. Sind das denn, ja, wollte ich gerade fragen, sind das jetzt so Sachen, die du jetzt, da du älter bist, erst so entdeckst? Nein, ich habe immer schon getanzt, ja. Und dadurch ist ja meine Ehe mit 50 Jahren kaputt gegangen, ja. Aha. Ich war im Außendienst früher, ja. Ja. Und bin viel rumgekommen und bin dann so mal so zwischendurch damit erst mal tanzen gewesen, so weiter, ja. Und dann muss ich dann abends schnell nach Hause fahren, ja. Und ist dann wieder aufgefallen, ja. Und er möchte sich dann meine Frau scheiden lassen. Ja. Hast du denn im Moment eine Freundin? Ja, sicher. Wie alt ist die? Die ist, so 60. Und das klappt wunderbar? Klappt wunderbar, ja. Du bist wie lange Rentner jetzt schon, Klaus? 5 Jahre. 5 Jahre. War das für dich sehr schwierig? Das hört man ja auch oft, dass Männer da große Probleme mit haben. Ja, also die Rente geht war nicht schwierig, ja. Vorher die Sache war schwieriger, ja. Also ich zeitweise arbeitslos war, ja. Mhm. Bin im Außendienst gewesen und so weiter und da bin ich nicht von abgekommen, ja. Mhm. Weil das interessant war und so. Und, als ich in Rente ging, hatte ich gar keine Schwierigkeiten. Ja. Hast du dich gleich eingelebt in diese Situation? Ja, da hatte ich eine Freundin, da war ich praktisch 5 Jahre mit zusammen, ja. Ja. Und habe bei der auch fast gewohnt, ja. Ich habe zwar meine Wohnung behalten, ja, zur Sicherheit, weil ich nie so weiß, wie der mal geht. Das ist schlau, das so zu machen, Klaus. Weil ich immer mal wieder wechseln muss, ja. Bist du jetzt im Alter so potent wie vor 20, 30 Jahren? Ja, ja. Bist du? Ja. Genau. Du kannst genauso oft und bist auch genauso oft drauf. Ja, Gott sicher. Ich meine, ich habe im Moment eine Freundin, die wohnt ziemlich weit weg, ja. Mhm. Wir sehen uns einmal in der Woche, so 2, 3 Tage, ja. Ja. Aber dann läuft die Post an. Das finde ich so toll, weil man erstmal dieses Thema jahrzehntelang verschwiegen hat. Ja, ne? Ja. Und immer galt so alte Leute, da gibt es keinen Sex. Ich finde das so toll, wenn alte Leute zusammen sind und eben auch die körperliche Liebe genießen. Ja, ne? ja. Also das ist für dich eine ganz normale Sache und verändert sich auch gar nicht so viel. Ich hoffe, dass es noch lang geht. Jetzt mal auf den Tod zu sprechen zu kommen. Ja. Also ich sage mir so, ja, über den Tod mache ich mir keine Gedanken, ja. Es ist halt alles mit Risiko verbunden. Man kann über die Straße gehen, wird überfahren, zack, ist man tot, ja. Mhm. Und dann sage ich mir, wie gesagt, ich bin noch im Moment noch vollkommen gesund, ja. Ich habe noch nie eine größere Krankheit gehabt, ja. Mhm. Noch nie im Krankenhaus gewesen. Und wenn es kommt, dann kommt es. Mhm. Ja? Nur vor allem habe ich Angst, ja, wenn ich mal nicht mehr kann, wenn ich bettlägerig werde, wenn ich gepflegt werden muss. Ja. Ja? Und da würde ich auch sagen, dann nehme ich eine Sterbehilfe in Anspruch. Ja? Mhm. Also da sage ich, dann mache ich auch Schluss. Ja. Ja? Hast du für dich jetzt irgendwelche besonderen Ziele noch vor Augen, die du gerne erreichen möchtest? Ach, Ziele nicht, nee. Das nicht. Du lebst so ganz so vor mich hin in den Tag hinein, ja, oder du genießt den Tag, sagen wir so. Kleines Apartment, ja, das kostet nicht viel. Ja. Und das Geld verbrate ich dann so, tanzen und so weiter.
Das heißt, du machst auch keine großen Pläne so? Nee. Das nicht? Nee. Das ist ja schon interessant, ne? Dass man, was ich vorhin auch schon sagte, als junger Mensch immer so mehr in der Kategorie denkt, na, das will ich dann noch machen und so. Dass ihr dann so mehr in der Jetzt-Zeit lebt. Ja, ich sag mir so, man ist sein ganzes Leben lang ziemlich dumm gewesen, ja. Mhm. Jetzt im Alter, ich lese auch sehr viel, ja, und beschäftige mich auch mit Sachen, mit psychologischen Sachen und Pipapo und alles, ja. Und da denke ich oft über manche Sachen nach, zum Beispiel, ja, dass, ich sag immer, ja, wenn einer studiert, ja, da ist aus Jahrhunderten sind diese Sachen zusammengetragen worden, ja, so. Aber jede Generation fängt wieder von vorne an, ja. Mhm. Die Eltern möchten den Kindern oft Ratschläge geben, die werden meist im Wind geschlagen, ja. Vielleicht auch dadurch, weil die Eltern den Kindern das nicht richtig begreiflich machen können. Würde dich gerne fragen, wenn du dich auch mit solchen Dingen beschäftigst. Ja. Denkst du jetzt, da du älter bist, anders über den Sinn des Lebens nach als vor 20, 30 Jahren? Genau. Ja. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Ja, der Sinn des Lebens ist, wie soll ich das sagen? Ich bin in meiner jüngeren Zeit immer ziemlich faul gewesen. Ja, also ich habe so wenig nachgedacht über manche Sachen, ja, zum Beispiel auch beruflich, ja, da habe ich mich immer nur der großen Masse angeschlossen. Ja. Das heißt, also ich habe das getan, was die anderen getan haben. Also du würdest eigentlich mehr individueller sein wollen, wenn du nochmal könntest. Genau. Man hat sich früher auch, genau wie die heutige Jugend, uniformiert, sich selber degradiert und hat das angezogen, was die anderen auch angezogen haben, ja. Also man hat sich zu der großen Masse praktisch dazugezählt, ja. Also Lebenssinn wäre dann für dich, dass du mehr auf deine Individualität achten würdest oder jetzt auch achtest, ne? Genau. Wenn ich das früher in meiner Jugend gewusst hätte und wenn ich dazu gekommen wäre, was zu lesen, aber wir haben ja keine Zeit dazu, ja, mich intensiv mit Sachen zu befassen, ja, dann wäre ich heute ein bisschen mehr da oben. Ja. Würdest du gerne noch mal sehr jung sein? Ja, also sehr jung sein, ja sicher. Ja. Aber es besteht dann auch diese Gefahr drin, dass man dann jung sein mit dem Verstand von heute. Ja, das. Aber da tauchen dann auch wieder diese Diskrepanzen auf. Nur ist gerade das Stichwort gefallen, Gentechnik und sowas, wenn in der nächsten Zeit irgendein Supermittel erfunden wird, dass wir unsterblich werden. Ja. Würdest du unsterblich sein wollen? Ja, das weiß ich nicht. Ja, warum nicht? Sicher. Ja. Ja, sicher. Klar. Also ein paar hundert Jahre Klaus noch? Ja, warum nicht? Das wär's. Wenn alles so weitergeht. Mein Lieber, hoffentlich finden wir das Gen noch. Ja. Damit wir da alle was von haben, wenn wir es denn wollen. Ja. Viel Glück weiterhin. Ja, du mir. Schönen Dank. Tschüss. Gut. Ciao. Barbara, 44 Jahre. Ja, guten Tag. Du sagst bloß, du fühlst dich alt. Ich fühle mich auf keinen Fall alt. Ja. Aber, eigentlich müsste ich anrufen, weil ich mich super jung fühle. Aha. Nun ist das Thema alt und Leben im Alter. Ja. Nun hat dich irgendwas angeregt, hier anzurufen. Was ist das? Angeregt hat mich eigentlich eine ganz andere Sache. Ja. Muss man ganz schnell noch, weil wir gesagt haben, wegen Altfühlen, ne? Ja. Also ich fühle mich super jung aus dem ganz einfachen Grunde. Ich arbeite in einer Gaststätte und da arbeiten alles junge Leute. Und da bin ich die Älteste. Aha. Und die sind alle um die 20 rum. Und dadurch fühle ich mich natürlich jung, weil die mich mitreißen. Ja, und du kriegst das ganze Lebensgefühl auch mit, ne? Ja. Von den Jungen. Ja. Okay, aber jetzt zu dem Grund des Anrufs. Ja, ich rufe an. Aus dem Grunde, ich bin alleinstehend, bin im Heim groß geworden. Ja. Ne? Meine Mutter, ich kenne meine Mutter, aber die ist gestorben und ich habe weiter keine Verwandten. Mhm. Ich habe zwei Kinder und bin der glücklichste Mensch der Welt eigentlich. Der glücklichste? Ja. Weil ich zwei Kinder habe. Ja. Weil die mich glücklich machen, ne? Weil ich keine Sorgen habe eigentlich. Mhm. Ne? Wie alt sind die Kinder? Ein Kind ist schon 20 und eins ist 15. Mhm. Die eine hat schon Beruf gelernt, ne? Die wohnt aber nicht hier, die wohnt in Westfalen. Ich bin hier aus Sachsen, ne? Ja. Und die Kleine, also die 15-Jährige, die ist noch bei mir zu Hause. Mhm. Und die wird auch noch einige Jahre zu Hause sein, ne? Weil sie noch länger zur Schule geht. Ich habe einen ganz einfachen Grund. Meine Kinder sagen mir, die sind glücklich. Und ich weiß auch, und das ist sehr viel wert, weil ich ja selbst im Heim groß geworden bin, meine Kinder sagen mir oft genug, ich liebe dich. Mhm. Ne? Also da bin ich glücklich. Auch wenn mein Großer anruft, ist immer der letzte Satz, ich liebe dich. Und das finde ich super. Mhm. Und da weiß ich, da habe ich doch vielleicht etwas richtig gemacht in der Erziehung. Ja. Ne? Meine Mutter konnte mir das nie sagen.
Liebe Barbara, und wolltet vielleicht auch nicht. Hast du deshalb... Jetzt habe ich einen Wunsch. Meine Kinder sagen zwar, sie sind glücklich, aber wenn ich mich mit denen mal unterhalte, dann sagen die, wäre schön, wenn wir eine Oma hätten. Mhm. Und, oh Gott, ich kann nicht mal reden. Bitte? Also du sagtest gerade, dass die Kinder zu dir sagen, dass sie gerne eine Oma oder einen Opa hätten. Ja. Und das, sie sagen, sie sind glücklich, aber wäre schön, wenn sie eine Oma hätten. Ja. Und die Kinder wissen natürlich nicht, wer Oma und Opa ist. Vermute ich mal. Oder? Die haben keine. Die haben keine. Die haben keine. Na, die sind schon tot. Das weiß ich. Na? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Bitte? Ich habe dich gerade den letzten Satz nicht verstanden. Ich weiß, dass die Oma und der Opa tot sind. Mm, ach so. Mm. Ich habe noch zwei Geschwister, das weiß ich auch. Mm. Aber die leben nicht hier, ne? Mm. Also die leben 500 Kilometer entfernt, 550, ne? Die haben aber alle eine eigene Familie. Was sagst du, wenn nun sind Oma und Opa tot? Was sagst du den Kindern denn dann? Ich sage nur, dass ich die nicht kenne und dass ich nur weiß, dass die tot sind. Ja. Na? Und jetzt, wie gesagt, meine Kinder, sie sind, weil wir, wenn wir mal Weihnachten und so feiern, meistens muss ich ja sogar arbeiten, weil ich in der Gaststätte arbeite. Mhm. Aber wenn die dann mal bei Klassenkameraden oder so sind, dann sagen die immer, oh, Ostern und so, ist schon schön, große Familie. Gäbe es denn eine Möglichkeit, sie irgendwie irgendwie zu trösten, die Kinder? Oder gibt es da einen Sport? Die sagen ja auch, ja Mutti, wir fühlen uns ja wohl und so weiter. Aber es wäre schön, wenn wir eine Oma hätten, wenn wir alle so schön... Da kann man nichts machen, ne? Nee, da kann man nichts machen. Da gibt es höchstens nur eine Lösung. Vielleicht hört mich jetzt eine Oma, die sich genauso einsam fühlt und glücklich wäre, wenn sie eine Enkeltochter hätte oder eine Tochter, die selbst keine hat. Ja. Und sich einsam fühlt und sagt, ach, wäre ja schön, wenn wir mal Weihnachten oder weiß ich was, oder am Wochenende mal zusammensitzen könnten, die sich wirklich einsam fühlt und glücklich wäre, wenn sie mal einen Gesprächspartner oder manchmal auch Hilfe oder was weiß ich. Also kann man die sagen, sich auch durch uns vielleicht jünger fühlt dann, kann, ne? Kann man sagen, dass Barbara eine Oma sucht für ihre Kinder? Ja. Kann es auch ein Opa sein? Ja, können auch beides sein. Kann auch beide sein. Ja. Ja, da bin ich aber fast sicher, Barbara, dass da jetzt irgendjemand zugehört in der weiten Bundesrepublik Deutschland, der da hellhörig oder die da hellhörig geworden ist. Dann würde ich mich freuen. Schön wäre es natürlich bei euch in der Gegend, ne? Du wohnst in Sachsen. Mhm. Schön. In der Nähe, welcher Stadt wohnst du? Oder in welcher Stadt in der wohnst Nähe du? Von Dresden. In Dresden. Mhm. Wir haben sehr viele Zuschauer in Ostdeutschland. Mhm. Wer weiß. Ja, das wäre schön. Da würde ich mich freuen. Aber es ist ganz wichtig, dass sie wirklich Kinder lieben. Ja. Na? Und mir wäre es auch sogar recht, wenn sie selbst keine Kinder hätten, aber kinderlieb sind, das ist wichtig, ne? Ja. Weil wenn sie Kinder haben, dann habe ich, ich weiß nicht, ob da ein Konkurrenzkampf dann gibt und das möchte ich nicht, ne? Aber ich glaube, dass es wirklich bestimmt sehr viele ältere Leute gibt, die eben keine Kinder haben, ja, die auch einsam sind und die sehr gerne einen Kontakt zu Jüngeren hätten und wo man wunderbar so etwas herstellt. Oder sich welche gewünscht hätten und nie welche kriegen konnten oder so, ne? Ganz genau. Oder spät geheiratet haben und was weiß ich, noch nie Kinder kriegen konnten. Also, das eine Enkelchen, sagen wir mal in Anführungszeichen, ist 15 Jahre alt. Ja. Und der andere, das ist ein die Junge. Andere, ne? Ist auch ein Mädel. Ist auch ein Mädel. Beides Mädchen, ne? 20 Jahre alt. Und die ist 20. Aber meine Kinder wissen noch nichts von dem Anruf. Ich wollte nicht sagen, weil ich dachte, dann enttäusche ich sie, ne? Genau. Wir wollen keine Hoffnungen schüren. Wer weiß? Man weiß es ja nicht, was passiert. Ja. Aber ich glaube, das wäre der beste und größte Weihnachtswunsch, oder den sie hätten. Ja. No, dass wir alle zusammen schön unterm Weihnachtsbaum sitzen können. Und du präsentierst Oma und Opa, genau. Ja. Also wenn sich jemand bei uns meldet, wir geben das an dich weiter. Ja, großes Ehrenwort. Ja, danke. No? Tschüss, Barbara. Danke, ja, tschüss. Ciao. Schönen Abend noch. Ne? Danke, ciao. Ja, jetzt bin ich ein bisschen baff. Thema Leben im Alter und Daniel ist am Telefon. 20 Jahre. Ja, hallo. Daniel, was führt dich zu mir heute? Ja, ich fühle mich auch etwas fehl am Platz mittlerweile. Nein, also es ist so, ist ja gar nicht so, dass ich mich direkt so... Also ich habe das Problem, dass ich mich manchmal... Also ich stehe eigentlich, fühle ich mich ganz wohl im Leben und ich habe auch Spaß am Leben und so. Aber manchmal, wenn ich... ich bin jetzt halb 20 und wenn ich Jungs oder Mädels treffe oder so oder irgendwo da hingerate, wo halt solche Jüngeren sind, so 15 oder so, dann fühle ich mich immer alt, weil ich dann... Das ist noch was anderes, weil ich denke mal, so in der Pubertät und so entwickelt man sich ja am schnellsten. Kann ich gut verstehen. Habe ich auch immer so empfunden. Ja. Dass ich, wenn ich so, als ich 20 war und mit 16-Jährigen zusammen war, kam ich mir uralt vor. Ja, genau. Das ist verrückt, ne? Das ist natürlich, wenn jetzt jemand sehr Älteres das jetzt hört, dann denkt er... Ja, die werden wahrscheinlich alle denken, ich bin verrückt geworden. Aber ich kann das... also ich bewundere die alten Leute, die bis jetzt angerufen haben, oder die älteren Leute, die dann sagen, ja, sie blicken zurück und sie haben das und das und das gemacht
Und das finde ich alles sehr abgefahren, aber ich kann mir das irgendwie im Moment, also es, halt so nur, es sind halt nur so Phasen, da kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Daniel, ist das denn bei dir verbunden auch damit, dass du jetzt mit 20 schon Angst hast, irgendwann mal 25 zu sein? Oder 30 gar, wie schrecklich, 30 Jahre. Ja, das ist schon so, weil man jetzt also in dem Alter so in einem rapiden Wandel steht. Mhm. Und also vor 5 Jahren oder so habe ich noch gesagt, also ich will 35 werden, nicht älter. Und dann, das habe ich früher auch mal gesagt, denke ich jetzt ein bisschen anders drüber. Ja, wahrscheinlich wäre ich das auch, aber halt so der Umgang so mit Leuten, die so 15, 16 sind oder so, mhm. Das gibt mir dann, das hört sich anders an, das sage ich jetzt uralt, aber das gibt mir dann so das Lebensgefühl, so die Power, die nehme ich dann so mit rüber. Mhm. Und dann fühle ich mich dann immer etwas jünger. Also ich lasse mich ja immer sehr stark mitreißen. Vor was hast du denn da eigentlich Angst, wenn du an das Älterwerden denkst? Ich weiß nicht, zu ernst zu werden, glaube ich. Zu ernst zu werden? Ja, also mhm. man ist immer schon, also wenn ich jetzt mit meinen Altersgenossen irgendwo weg bin, in der Disco oder Party machen oder so, dann ist das alles so ein bisschen aufgehoben. Aber ansonsten so im Alltag ist das doch alles schon sehr ernst und man muss auf so viele Dinge achten. Man muss irgendwie sein und man tritt auf die Gesellschaft zu und das wird irgendwas von einem erwartet. Genau, dann kommen irgendwelche Berufsgeschichten und dann... Genau. Irgendwann vielleicht so Mitte 20 heiraten, auch schon viele. Ja, also das kann ich mir zum Beispiel, ich habe auch eine Freundin und so, wir sind auch glücklich, das ist auch schön, aber ich kann mir also im Moment, in meinem Alter haben schon von den Mädchen auch schon viele, denken da schon an Kinder und so und wäre auch mal ganz schön und so. Und das kann ich mir also überhaupt nicht vorstellen. So. Daniel, aber dieses liegt wirklich ganz an einem selbst. Ob, ja. ob man sich so dieser ganzen Konvention anpasst, oder ob man sein eigenes Ding durchzieht, ja. Und dann vielleicht mit, ich habe eine Freundin, die ist, wie alt ist sie? 44 ungefähr. Ja. Die ist sowas von fit und vital und im Kopf jünger als manch einen Anfang 20-Jährigen, den ich kenne. Ja. Also das hängt sehr viel daran, wie man selbst drauf ist. Du musst ja nicht mit 27 dein Reihenhäuschen haben, Kind und Kegel und weiß ich was, die Einbauküche. Ja. Nichts gegen die Einbauküche und so, aber ist nicht jedermanns Sache. Das ist, ne? Schon klar, ja. Das heißt, das kannst du alles steuern. Aber also ich komme mir halt, wenn ich habe also ein oder zwei Freundinnen, die sind 15 mhm. beziehungsweise 16 und da komme ich mir da schon manchmal ein bisschen komisch vor, ob mich da nicht andere irgendwie angucken. Also was hängt so nach dem Motto, was mhm. hängst du denn mit denen ab? Die sind doch ein bisschen jung, ne? Die sind doch ein bisschen mhm. klein. Und da wird man doch dann schon komisch angeguckt. Mhm. Ich meine, es ist auch blöd, denke ich, man darf auch nicht zu sehr so nach hinten gekehrt sein. Also dass du jetzt nur mit Jüngeren zusammen bist, nur mit 15-Jährigen. Ja, nee, das ist auch nicht so. Der Vorteil ist natürlich, wenn man dann älter wird, dass man schon eine ganze Menge Erfahrung sammelt. Und wenn es einem dann gelingt, noch fit zu bleiben dabei, ist das natürlich genial. Ne? Ja. Das wünsche ich dir. Jo, danke schön. Daniel, tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Irmgard. Ah, hier ist er, ein Frankfurter Kind. Ja. Und zwar von 71 Jahren. Und erstmal, Domia, einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen. Ja. Und ich wollte dir sagen, dass ich ein großer Fan von dir bin. Ach, das höre ich sehr gerne. Am Anfang der Sendung habe ich ja schon zugeschaut und bin restlos begeistert. Bist du jetzt schon ein Jahr bei uns? Ja, schon ein Jahr bei dir. Und jede Nacht, also wie gesagt, ich war nach meiner Eheschließung vor 41 Jahren, brauchte ich nicht mehr berufstätig zu sein. Ja. Habe ein wunderbares Leben neben einem Amerikaner, der zu mir ganz, ganz reizend ist. Selbst habe ich noch nie in Amerika gewohnt, immer hier. Mit dem lebst du jetzt zusammen? Mit dem lebe ich zusammen. Wie alt ist der? Sehr, sehr glücklich. Er ist 5 Jahre älter als ich, 76 und ich 71. Und er macht mir jeden Tag, ein anderes Vergnügen, ist sehr respektvoll, sagt mir die schönsten Sachen der Welt. Irmgard, was hat er dir heute für Vergnügen bereitet? Bitte? Was wir waren heute im Palmengarten. Da gehen wir leidenschaftlich gerne hin. Ja. Und zwar, mein Mann, der war früher noch, wie er berufstätig war, Reporter. Und so sind wir x-mal durch die ganze Welt gereist. Ja. Wir haben einen Sohn, der wunderbar geraden ist, ohne dass wir den haben erziehen müssen. Ja. Dann hat er uns vor 10 Jahren mit der ganz, ganz reißenden Schwiegertochter hat er uns da beglückt. Ja. Und beide, also Sohn und Schwiegertöchterchen, die lesen uns jeden Wunsch vom Auge ab. Also ich höre schon, aus der Irmgard quillt quasi die Lebensfreude.
Ja, und ich fühle mich innerlich wie 17 Jahre, Domian. Aber du hast doch, hör mal, du hast doch auch genauso viel Ausstrahlung wie ich. Da hat uns ja der liebe Gott, der hat uns ja gesegnet, dass wir beide Charme haben und glänzende Augen. Das Glück, das springt ja bald aus dem Gesicht. Sag mal, bei dir auch. Du sagst, du fühlst dich wie 17. Das ist natürlich eine super Selbsteinschätzung. Heißt das, dass du, du bist 71 Jahre, auch keine große Angst hast, jetzt überhaupt im Alter zu keine. Nee. Und also das Wort Tod ist mir quasi ein Fremdwort. Angst vor Krankheit? Ich bin ein reine Gegenwartsmensch. Ich lebe den Tag aus, jede Sekunde, jede Stunde und frage nicht nach Vergangenheit, obwohl die wunderbar war, meine Vergangenheit. Ich bin schon als Kind in die Wiege, als Glückskind gelegt worden. Als einziges Kind. Also meine Eltern waren nicht sehr reich, aber sie haben mir alle kleinen Wünsche erfüllt. Irmgard, dann hatte Angst, ich trotzdem trotzdem eine gute Zeit. Meine Liebe, gibt auch keine Angst vor Krankheiten? Nee, überhaupt nicht. Was? Nein. Hast du? Kommt, kommt. Und guck mal, wenn wir so alt ist wie ich und bin noch nie operiert worden. Ich habe neulich zum Arzt gesagt, da habe ich nochmal Blutdruck messen lassen. Hat er gesagt, ach, das ist ja wie ein junges Mädel, der Blutdruck. Irmgard, was habt ihr beiden Hübschen denn so euch noch so als nächstes vorgenommen? Zum Beispiel in diesem Jahr? In diesem Jahr, in 14 Tagen, reise ich mit meinem Mann und mit Sohn und Schwiegertöchterchen nach Las Vegas. Nach Las Vegas. Und da haben wir uns schon ein Auto gemietet und da fahren wir da in sämtlichen Naturparks, Grand Canyon, Bryce Canyon, was wir alle schon längst kennen. Toll. Aber wie gesagt, ist immer ganz fantastisch und dann diese Buntheit der Stadt und also dann sitze ich da rum und spielst du denn auch? Mein Glück. Man verliert einiges, aber das muss man auch draufzahlen. Also du spielst. Das ist ja wert, als solltest du das ein bisschen an Menschen verdient, gell? Irmgard, bitte? Jetzt danke ich dir sehr herzlich. Bitte sehr. Für deinen Anruf. Bitte sehr. Und viel Spaß in Las Vegas. Ja, und lass danke. Lass nicht zu viel Geld da. Nein, ich habe ein bisschen mehr Geld gelassen vor ein paar Jahren. Da bin ich, mein Mann ist ganz und gar nicht auf Karneval eingestellt. Ja. Und da hat er gesagt, so, dass du endlich mal genug kriegst. Da hat er mich nach Rio de Janeiro zum Karneval geschickt. Da bin ich ganz solo, ohne Reise, Gruppe, alles hin. Und das hat natürlich Geld gekostet, aber es war es wert. Das schleppe ich heute noch mit mir rum, die Eindrücke von dort. Das war ein scharfes Mädchen aus dem Hessenland. Wollt ihr nur noch sagen, weil, wenn andere daran interessiert sind, ich habe 159 Hüte, also die Kappe, die du hast, da habe ich Hüte. Und mein Mann ist ganz begeistert. Und da setze ich jeden Tag an den Hut auf, dann im Aufzug, wenn ich runterfahre, schmeiß eine lange Feder dran, dann kitzelt mir die Leute so ein bisschen am Gesicht neben, kriegt mir gleich Kontakt, ob es Männlein oder Weiblein ist. Also wie gesagt, und dann für die Ehe möchte ich jedem noch raten, Respekt voneinander, das ist das Wichtigste. Komplimente füreinander und nie irgendwie böse Worte. Also wie gesagt, da kommt ein herrliches Leben. Irmgard, ich danke dir sehr herzlich. Bitte. Alles Gute weiterhin. Und bleib du so, wie du bist, großer Optimist, gell? Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist die Lotte dran, 73 Jahre. Juhu. Ja, hallo, guten Abend. Ja, Lotte, hallo. Ja. 73. Ja, ich werde 73 im Mai. Ja. Hm? Und fühlt sich gut oder nicht gut? Ja, ich fühle mich hervorragend. Ich bin ja ganz baff, dass wirklich so viele Leute heute Abend anrufen, die sagen, mit dem Alter, das ist gar nicht so schlimm. Nein, das ist auch nicht so schlimm. Also es kommt immer darauf an, was man überhaupt von Grund auf, erstens mal durch die Erziehung zu Hause und was man für eine Grundeinstellung zum Leben hat und so weiter. Was für eine Grundeinstellung hast du zum Leben? Ja, also eine ganz positive. Und das war immer schon so? Ja, das ist immer schon so gewesen. Ich meine, sicher, es hat immer irgendwelche Schicksalsschläge schon mal gegeben und so weiter. Wir kriegen und so. Aber trotzdem, ich habe mein Leben lang gearbeitet und ich war Industriekaufmann. Und wie gesagt, und es war für mich überhaupt auch gar kein Problem. Also wie viele sagen, ach, mein Gott, noch, wenn ich jetzt also aufhöre, weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Also Langeweile ist für mich ein Fremdwort. Gibt's bei dir nicht. Wann hast du für dich so bemerkt, also jetzt bin ich doch schon so die ältere Garde. Mit welchem Alter? Nein, das überhaupt nicht. Also ich fühle mich auch gar nicht alt. Ach, bis heute nicht? Nein. Du würdest, wenn ich sagen würde, du bist eine ältere Frau, würdest du sagen, hoppla, Junge. So. Man ist so alt, wie man sich anfühlt. Ja. Das ist dann an für sich ein bisschen ein blöder Spruch. Aber wie gesagt, das hängt sehr viel von der Lebensanstellung ab und so weiter, was man macht und so, ob man sehr viele Interessen hat und so weiter. Du sagst also gerade, man ist so alt, wie man sich anfühlt. Die Helga am Anfang sagte, man wird welk. Daraus schließe ich, dass du nicht so welk dich fühlst. Nein, absolut nicht. Ich habe von Jugend an immer Sport getrieben und ich treibe auch heute noch Sport. Mhm. Was machst du? Ich mache Fechten. Fechten? Ja. Das ist ja toll. Und ich gehe heute noch auf Turniere.
Auf Turniere? Und ich trainiere regelmäßig jede Woche. Ist das auch so eine Sache, die einen jung hält? Ja, selbstverständlich. So eingebunden zu sein. Ich komme ja dann sehr viel auch mit jüngeren Leuten zusammen. Uh-huh. Ich meine, ich hatte schon der Dame da vorher gesagt, ich nehme ja auch an deutschen Seniorenfechtmeisterschaften teil und ich habe im Vorjahr den zweiten im Degen gemacht, den dritten im Florett. Das ist ja toll. Ja, meine und ich komme dann natürlich auch sehr viel, wir haben viele Einladungsturniere und so und ich komme auch mit sehr vielen eben jüngeren Leuten zusammen. Ja. Dann bin ich noch Schriftführerin bei unseren Handballern im Sportverein. Also du bist dick eingebunden, richtig, in tausend Sachen. Es ist ganz wichtig, was ich auch immer allen sage. Ich muss Kontakt haben zu Jungen, Mittelalter und Alter. Kennst Man du muss denn querbeet Leute, haben. Kennst du denn Leute auch in deinem Alter? Ich kenne nämlich Leute in deinem Alter, die sich ziemlich hängen lassen. Und ja, eben deshalb. Und deshalb jammerig draufkommen, ne? Ja, also... So wie gesagt, das kann ich eben auch nicht verstehen und deshalb, ich bin ja auch in sehr vielen Gremien und so weiter und ich mache auch gerade im sozialen Bereich, ich leite zum Beispiel eine Gruppe für Altersverwirrtheit und Alzheimer mit einem Arzt zusammen. Nun haben wir gerade mit mehreren Leuten sehr oft über das Thema Tod gesprochen. Ja, ich bin auch in der Hospizbewegung für Sterbebegleitung. Das auch, das heißt, du bist sehr stark damit konfrontiert. Ja, beziehst du diese Erfahrungen, die du da machst, auch auf dein Leben oder auf dein Schicksal? Ja, wie meinst du? Dass du denkst, das könnte mich dann vielleicht auch bald... Natürlich, das kann mich treffen. Ich hatte vor 4 Jahren einen Herzinfarkt. Mhm. Und diese, sage ich das mal, die biologischere Nähe zum Tod, als denn mit 20, 30 Jahren, die macht dir auch keine Angst? Nein, die macht keine Angst. Ja, würdest du gerne... Ja, es gibt, die Saunders hat einmal gesagt, Sterben ist Leben vor dem Tod. Mhm. Mhm. Ja, also es ist ganz wichtig, eben eine ganz andere Einstellung auch dazu zu haben. Ich habe auch gar keine Angst. Also. Hat sich dein Denken über Tod verändert im Laufe des Lebens bis Nein, heute? Nein, es war, als man ist eben auch schon früher, was im Gegenteil, was man heute eben sehr falsch macht, dass man auch Kinder und Jugendliche, also vornehmlich Kinder, eben, dass es eine Tabuzone geworden ist. Ja, ja. Und früher war das anders. Da wurde man einfach, das war das Natürlichste von der Welt. Also ich war 7 Jahre alt, da ist mein Brüderchen gestorben mit 3 Tagen. Das habe ich alles hautnah miterlebt. Mhm. Und auch andere Großeltern sind gestorben und andere Leute sind gestorben. Also das hat man gesehen, man hat auch die Toten gesehen, man hat von ihnen Abschied genommen. Das ist so natürlich. Ja. Und wenn man so als Kind natürlich damit aufwächst, dann hat man auch eine ganz andere Einstellung dazu. Liebe Lotte, wir sind am Ende der Sendung. Ja, ich weiß. Ein Satz vielleicht noch, den du sagen würdest, als Tipp für ältere Leute oder für Leute, die Angst haben vom Alter, die jetzt so in der Mitte sind. Ja, sie müssen sich beschäftigen, sie müssen sich nicht hängen lassen. Man muss weiter, also man muss immer die Hoffnung haben, man muss sich irgendwelche Ziele setzen, man muss Interessen haben und man muss am Leben teilnehmen. Liebe Lotte. Dankeschön für deinen Anruf. Ja. Alles Gute. Ja, Ihnen auch. Ne? Dankeschön. Jetzt sieht sie mich noch zum guten Schluss. Ihr Lieben, das war's für heute. Das war die Sendung, das Talkradio Leben im Alter, im hohen Alter, in der Technik Olaf Brockmann, am Mikrofon Jürgen Domian. Morgen Nacht offene Sendung, offenes Talkradio zu allen euren Themen, über die ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Bis morgen. Bye, bye.